Die Seite finde ich besonders spannend, denn die verkauft keine Fixed Matches direkt, sondern ist eher sowas wie ein Trustpilot im Darknet. Okay Leute, wir haben jetzt echt gerade eine Mail bekommen mit einem Spielergebnis von einem Game, was erst in 4 Stunden überhaupt stattfindet. Und ja, wer dahinter steckt, ist dann im Prinzip natürlich auch die Wettmafia. Ich habe die Ergebnisse manipulierter Spiele, sogenannte Fixed Matches, im Darknet gekauft und eigentlich fing dieses Selbstexperiment extrem harmlos an. Dann ging es auf einmal um die Sportmafia, absurde Methoden, mit denen Multimillionen verdient werden, und ich musste auch einige Gespräche führen. Einen kleinen Auszug hört ihr gleich. Ich würde sagen, ihr schaut jetzt einfach mal selbst, wie lukrativ dieses Geschäft mit den manipulierten Spielen wirklich ist. Doppelter Espresso und go! Im heutigen Video, welches vielleicht sogar das Endspurt-Video für die 200.000 Abonnenten ist, und das ist komplett crazy, was ihr gerade für einen Support raushaut, machen wir nochmal ein Giveaway mit neuen AirPods. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist diesen Kanal abonnieren, gleichzeitig auch noch Abonnent von unserem Podcast-Kanal sein und einen Kommentar zu schreiben. Sollten wir dann echt nächste Woche den Meilenstein erreicht haben, dann gibt es das ganz große Gewinnspiel mit unter anderem dem iPhone 14, wie im Community-Tab angekündigt. Doch jetzt zum Thema. Manipulierte Spiele im Sport sind ja kein Mythos. Der berühmteste Fall in Deutschland ist sicherlich der des Schiedsrichters Robert Holzer, der 2005 aufflog. Der hatte sich mit dem berüchtigten kroatischen Wettpartner eingelassen und für den sozusagen viele Spiele manipuliert. Unter anderem durch fragwürdige Elfmeterentscheidungen, Platzverweise und vieles mehr. In der Basketballliga NBA war es Tim Donaghy. Der Schiedsrichter gestand 2007 über Jahre hinweg selbst auf die Spiele, die er leitete, gewettet zu haben und zudem dann auch noch die Insiderinformation an die Wettmafia vertickt zu haben. Holzer bekam eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 5 Monaten. Donaghy musste für 15 Monate ins Gefängnis. Beide erhielten natürlich eine lebenslange Sperre als Schiedsrichter. Seitdem gibt es aber auch verschiedene Instanzen, wie zum Beispiel Sportradar, mit denen auch der DFB zusammenarbeitet, ein Unternehmen, das potenzielle Spielmanipulationen mit Hilfe einer Reihe von Technologien überwacht und sozusagen verdächtige Wettmuster identifiziert. In dem Fall kann dann zum Beispiel der Buchmacher die Wette einfach rausnehmen. Trotzdem wurden 2021 900 Spieler als verdächtig eingestuft. Insgesamt spricht man nämlich hier von einer Summe von bis zu 165 Millionen Euro. Und am stärksten betroffen sind Fußballspieler im Amateurbereich, weil man die Spieler und die Schiedsrichter einfach für wenig Geld schmieren kann, aufgrund der niedrigen Gehälter. Ich gehe jetzt mal rüber an den Rechner, schau mal im Darknet, ob es da wirklich solche Insider-Informationen zu kaufen gibt. Wenn ja, wie teuer die sind und vor allem, wie valide. Ja, und wir sind noch relativ schnell fündig geworden, was schon ein bisschen erschreckend ist, weil durch diese ganzen Darknet-Videos hat man irgendwann den Dreh raus, wie man hier nach Dingen zu suchen hat. Die Seite finde ich besonders spannend, denn die verkauft keine Fixed-Matches direkt, sondern ist eher sowas wie ein Trustpilot im Darknet. Für 25 Dollar wird dir hier anscheinend angezeigt, welche Anbieter Scam sind und welche legit. Bevor ich jetzt hier zugeschlagen habe und wir da allerdings noch tiefer reingehen, hatte ich gerade noch den Martin gefragt, ob das überhaupt echt sein könnte. Und das hier ist seine Antwort. Ich will echt nicht genau sagen, also ich würde sagen 50-50. Heutzutage ist es auf jeden Fall schwieriger geworden. Ich weiß aber, dass damals, zu meiner Zeit, gab es in der Szene viele Leute, die Sportwetten, also Fixed Matches, verkauft haben. Und da war wirklich viel auch real. Das hat aber so ein bisschen aufgehört nach diesem ganzen Sportwettenskandal. Deswegen, ich kann es hier echt nicht genau sagen. Kann aber gut sein, dass es auch heute noch, vor allem in ausländischen Kleinligen, Leute gibt, die da Fixed Matches anbieten und die auch legit sind. Ja, und deshalb haben wir jetzt gerade auch gekauft und die zwei Seiten sollen echte Fixed Matches anbieten. Die erste Seite zeigt dir an, wann die nächsten Spiele stattfinden und mit welcher Success Rate die Wetten aufgehen würde. Mannschaftsergebnis kostet 65 Dollar und dahinter siehst du dann auch jeweils die zu erwartenden Quoten. Ein korrekter Spielstand kostet 200 und bezahlt wird mit einem Klick via Bitcoin, was wir natürlich gemacht haben. Fun Fact, hier ist auch so ein kleiner Werbebanner, dass wenn du auf einer anderen Seite schon mal gescampt wurdest, du ein Special Offer kriegst. Und es gibt sogar eine Refund Policy, aber ob die jetzt im Darknet so viel Wert hat, ich weiß ja nicht. Auf der zweiten Seite gibt es neben den Einzelmatches dann sogar verschiedene Abo-Modelle und Match-Packages. Für 1490 Dollar kriegst du mindestens 26 manipulierte Spiele mit einer 4,8 bis 10er Plus-Quote. Ich würde sagen, da kaufen wir jetzt auch nochmal ein Einzelspiel und schauen, ob sich die Abo-Falle wirklich lohnt.
Okay, Leute, wir haben jetzt echt gerade eine Mail bekommen mit einem Spielergebnis von einem Game, was erst in 4 Stunden überhaupt stattfindet. Das Ganze ist Irland First Division, Longford vs. Galloway. Longford soll angeblich gewinnen und das zu 98%. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, warum eigentlich 98 und nicht 100%, wenn das Ganze doch manipuliert sein soll. Das Ding ist, ich bin da auf ein Video gestoßen von Black Panther an der Stelle. Grüße gehen raus, sehr cooles Interview. Der hat einen Oberligaspieler dort sitzen, natürlich komplett vermummt. Und der berichtet von einem Game, wo er sich hat für bezahlen lassen, um extra zu verlieren und sagt, ey, wir haben das Spiel trotzdem fast gewonnen, weil die Gegner sich so dumm angestellt haben. Ich kann mir also vorstellen, dass diese 2% vielleicht daraus resultieren, dass man manchmal, obwohl es manipuliert ist, gar nicht gewinnen kann. Sowas wie auf eine rote Karte zu setzen und der Schiedsrichter zeigt die dann, ist natürlich leichter als zum Beispiel ein komplettes Spielergebnis. Außerdem hat mir ein Follower bei Instagram gezeigt, dass es das Ganze auch im Internet gibt, nämlich beispielsweise bei Facebook. Da ist ein Typ, der heißt einfach... Ich habe den mal angeschrieben mit meinem privaten Account und meinte, ey, kann man die bei dir kaufen? Der hat auch eben gar keine Hehl draus gemacht, von wem kommst du oder irgendwas. Er hat sofort rausgehauen und meinte, ey, 2 Wochen lang Fixed Matches, fast täglich welche, kosten 500 US-Dollar. Und wenn du einen ganzen Monat zahlst, kriegst du vielleicht noch einen kleinen Rabatt. Ich muss aber sagen, die Art und Weise, ihr könnt den Chat selber mal angucken, wie der mit mir geschrieben hat. Hey Bro, überweis mal bei Skrill und so, wir bezahlen das selber bei Skrill. Ey, wirkt überhaupt nicht so wie ein Insider. Dann haben wir noch eine Telegram-Gruppe gefunden, die hat sogar Darknet im Titel. Auch die finde ich ehrlich gesagt sehr suspicious. Ich habe den Admin mal angeschrieben, es hat 3 Sekunden gedauert. Dann war der da und meinte, yep, bei uns läuft das so, du zahlst jetzt 100 US-Dollar und jetzt passt auf. Und wenn ihr dann richtig liegt, also wenn das Ganze aufgeht, das geht zu 100% auf, meinte er, der hat noch nie daneben gelegen, das ist ein Typ, der ist ganz nah dran und so weiter, dann zahlt man nochmal 400. Also auch da will der Typ im Endeffekt 500 US-Dollar, nur du zahlst erst die 100 und wenn es dann klappt, die anderen 400. Ich frage mich halt, okay, mal angenommen, ich mache das jetzt. Was passiert denn, wenn ich die 400 nicht zahle? Naja, nichtsdestotrotz, gekauft haben wir es. Jetzt haben wir das erste Darknet-Ergebnis. Ich muss aber ehrlich sagen, dass diese Clearnet-Geschichten mir auf jeden Fall super fishy vorkommen. Und ich habe einfach mal gegoogelt. Wenn man nach Fixed Matches sucht, und jetzt passt auf, dann gibt es 236 Millionen Ergebnisse. Also vielleicht sind das auch einfach Leute, die sagen, okay, so viel Interesse, so viele Menschen, die irgendwie den schnellen Euro riechen oder den schnellen Bitcoin. Wir bauen einfach ein eigenes Scam-Modell. Und wer will sich am Ende beschweren, wenn wir manipulierte Spielergebnisse verkaufen, jemand darauf wettet, was strafbar ist und die dann nicht aufgeht. Naja, ich werde jetzt jemanden fragen, der sich damit auf jeden Fall auskennt. Er macht seit 15 Jahren nichts anderes außer Sportwetten. Er ist raus aus Deutschland, weil er sagt, Tipico und Co. haben ihn gesperrt, weil er zu viel gewonnen hat. Und er hat wohl ein paar Geschichten im Gepäck, wo er sagt, da war ich richtig in Lebensgefahr teilweise, weil in bestimmten Regionen das nicht gern gesehen wird, wenn man zu viel gewinnt. Ich würde sagen, wir springen in den Zoom-Call. Er ist selber Millionär geworden durch Sportwetten und schauen mal, ob er uns ein bisschen aufklären kann und ob wir uns da vielleicht selber irgendwie gerade in Gefahr begeben. Ja, also Fixed Matches, ob es manipulierte Spiele gibt, steht, glaube ich, außer Frage. Also das hast du bei allen Sportlern, das hast du beim Fußball. Meistens hast du es in den Randligen, die nicht so auf dem Radar sind, weil es ist wesentlich einfacher, sage ich mal, einen einzelnen Spieler zu schmieren als ein gesamtes Team. Okay, bist du da selber von betroffen? Also hast du zum Beispiel auf diese Spiele gewettet und hast sozusagen wegen dieser Manipulation Geld verloren? Ich habe auf diese Spiele nicht gewettet, aber ich verfolge das täglich. Also ich schaue mir täglich Statistiken, Interviews, bin auch deshalb in die Länder gereist, damit ich, sage ich mal, die Sprachen Spanisch, Englisch, Russisch, Deutsch spreche so und um mir die Interviews anzuschauen. Und das bekommt man natürlich mit. Also ich schaue mir die Statistiken, ich schaue mir auch viele Spiele an und das bekommt man einfach mit. Was passiert dann eigentlich, wenn man jetzt Sportwetten, sage ich mal, auch so beruflich macht, vielleicht nicht nur irgendwie mal so einen kleinen Tipico-Schein oder so, sondern man lebt wirklich davon und man verliert jetzt durch so eine Manipulation Geld. Hat man dann die Möglichkeit, das eigentlich irgendwie wiederzukriegen oder hat man einfach Pech gehabt? Also oftmals weiß man es ja auch gar nicht. Das ist genau dasselbe jetzt wie beispielsweise mit Karatsev und sowas. Es wird halt behauptet, dass er geschmiert wurde, wegen Geldproblemen viele seiner Spieler verkauft hat. Aber es ist halt auch nur eine Spekulation. Keiner gibt es zu, keiner sagt, also im Endeffekt weiß man es nicht und dementsprechend sollte der Wettanbieter auch nicht dein Geld zurückgeben. Wenn es jetzt solche wirklich, sage ich mal, manipulierten Spiele gibt, passiert das Ganze mehr offline oder online? Viel. Also ich würde schätzen zu 90%, zu 95%, wenn nicht sogar noch mehr offline. Weil erstmal bist du mit deinem Namen und so überall registriert, sobald du online irgendwo reingehst. Und die Programme vom Risikomanagement der Wettanbieter, die erfassen das. Ne? Die erfassen diese Quotensprünge oder was passiert da gerade. Da werden gerade riesige Summen
auf einen bestimmten Spieler innerhalb von kurzer Zeit gesetzt oder und dann machen die teilweise auch dicht. Das hast du aber beispielsweise, ich habe etliche Storys schon gehört, auch Berichte im Internet kann man auch ebenfalls etliche Berichte finden, dass in Asien beispielsweise, du kannst nach Asien fliegen, du kannst dir einen Agenten suchen, das Ganze läuft natürlich offline ab, der kennt Spieler oder beziehungsweise der kann sich Informationen beschaffen. Und der sagt dir dann, was genau du tippen sollst. Beispielsweise der Tennisspieler soll den Punkt in dem und dem Satz verlieren oder er soll den Satz verlieren. Der muss ja noch nicht mal sein Spiel verlieren. Der muss ja einfach nur einen bestimmten Punkt im Satz verlieren und dann fällt das noch nicht mal ganz so auf. Jetzt habe ich dir erzählt, dass wir ja im Darknet unterwegs sind. Ne? Und wir haben da so ein paar Anbieter gefunden, die sind angeblich trusted. Wir haben auch schon das erste Ergebnis bekommen. Das Spiel ist jetzt irgendwie in 3 Stunden oder so. Was glaubst du, können diese Ergebnisse, diese Fixed Matches wahr sein? Kann das wirklich sein, dass da manipulierte Spiele verkauft werden? Für ein paar hundert Dollar oder kannst du dir das nicht vorstellen? Und falls ja, was mich einfach interessieren würde, wer würde dann dahinter stecken? Also im Darknet bin ich jetzt persönlich nicht so unterwegs, habe ich nicht so die Erfahrung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass im Darknet sowas möglich ist. Ne? Also im Darknet hast du ja quasi alles, so wie ich bislang gehört habe. Und also auf Social Media und sowas kann ich es mir eher nicht so vorstellen, weil man würde nicht die Gefahr eingehen, wenn man wirklich solche Informationen hat, sich auf Social Media irgendwie zu bewegen und dann irgendwie die Gefahr eingehen, erwischt zu werden oder sonst was, dann würde man das in einem ganz kleinen Kreis oder für sich selber behalten. Man würde das 4-5 Mal im Jahr anspielen, würde sich eine goldene Nase verdienen und sich ein schönes Leben machen. So sehe ich das. Also so ist mein Verständnis dafür. Und wer dahinter steckt, ist dann im Prinzip natürlich auch die Wettmafia, so wie man es immer wieder in den Berichten auch hört, ne? Auch im Fernsehen, auch in Videos und überall. Also Wettmafia gibt es halt, ne? Das ist Fakt. Hast du selber schon mal irgendwie Berührung damit gehabt, dass du gesagt hast, okay, ey, ich bin einfach jemand, sag ich mal, der wettet so und ich habe aber schon mal so am Rand auch mitbekommen, dass das ein echt gefährliches Business sein kann? Definitiv, ja. Also natürlich ist das gefährlich, ne? Und deswegen möchte ich mich in diesem Bereich auch gar nicht aufhalten. Bei mir beruht das natürlich alles auf meinen Erfahrungen, auf Analysen, die ich seit 15 Jahren täglich mache. Wie gesagt, ich schaue mir täglich Statistiken, Events, alles Mögliche an. Habe aber auch schon Stories gehört von Leuten, die halt bei denen es halt in die Hose gegangen ist oder so. Kommen wir also zum Fazit. Telegram, wir haben 100 Dollar in Bitcoin bezahlt und der Chat mit dem Admin wurde daraufhin gelöscht. Wir wurden aus der Gruppe geworfen und können auch nicht mehr beitreten. Bei Facebook habe ich dann gar nicht erst gekauft, weil wir herausgefunden haben, dass dahinter ein relativ simples, betrügerisches System steckt. Stell dir mal vor, die Leute haben in ihrer Gruppe 50, 100 Leute, die sich für Fixed Matches interessieren. Jetzt nehmen wir mal ein Fußballspiel von zwei ungefähr gleich starken Mannschaften und man nimmt halt alle Ergebnisse, die irgendwie eintreffen könnten. 1-0, 2-0, 0-1, 0-2 und so weiter. Du gibst jeder dieser Gruppen ein anderes Ergebnis. Die Wahrscheinlichkeit, dass eins davon am Ende stimmt, ist ja relativ hoch. Die Leute benutzt du dann als Testimonial, postest die Chatverläufe, cashst die ein zweites Mal ab und alle anderen werden einfach gekickt. Jetzt zu den Darknet-Anbietern. Wir sollten erstmal in einer Paraguay-Division auf 12D Octubre vs. Club Sportivo Ameliano setzen. Es sollte so manipuliert sein, dass es in der Halbzeit unentschieden ist und das Endergebnis auch unentschieden. Allerdings war der Score am Ende dann 4-0 für 12D Octubre. Das andere Spiel war Longford vs. Galloway, die 2-2 gespielt haben und wir sollten auf Sieg Longford wetten. Trotzdem haben wir dann nochmal 65 und 90 Dollar ausgegeben auf beiden Seiten, weil wir einfach dachten, okay, 2 Games reichen ja nicht aus, um unseren Verdacht zu bestätigen, dass auch das kompletter Scam ist. Und jetzt kommt's. Bei beiden Seiten haben wir nicht einmal mehr Wettergebnisse bekommen für den zweiten Kauf. Ich habe dann noch bei Instagram mit Jan aka Quotenwilli kurz gechattet und wollte einfach nur wissen, ist das jetzt alles Scam, gibt es das irgendwie gar nicht mehr? Und er hat mir zum Beispiel ein Spiel geschickt, wo jemand die Info hatte, dass eine Jugendmannschaft bzw. die B-Mannschaft spielt und so konnte man dann relativ gute Quoten absahen. Bei diesem Spiel hier zum Beispiel, was ihr seht, von Tobol vs. Karagandhi, ist die Quote von 1,75 auf 1,08 runtergegangen. Dieser extreme Drop, sagt er, ist schon ein harter Indikator dafür, dass irgendwas sich mit rechten Dingen zugeht. Wenn man sich das Ganze dann mal anguckt, dann hat Tobol die Punkte wohl gebraucht, um den Meisterschaftskampf zu gewinnen, hat dafür aber dann das Pokalspiel verloren gegen Karagandhi. Das heißt, im Endeffekt haben die wahrscheinlich so ihre Wins und Losses hin und her geschoben. Wenn du das jetzt allerdings siehst und analysierst, dann bringt dir das nichts mehr, weil die Quote ist halt runter auf 1,08. Rendite ist viel zu gering, weshalb man halt unbedingt, wenn man damit wirklich Geld machen will, die Infos extrem früh braucht.
was ehrlicherweise ohne Kontakte komplett aussichtslos ist. Deshalb ist unser Resümee: spart euer Geld, im Internet sind diese angeblichen Fixed Matches alles Scam. Und es macht auch Sinn, wenn man sich einfach mal überlegt, hätte man echt diese Infos, könnte man viel mehr Geld damit machen, indem man sich Geld leiht oder einen Kredit aufnimmt und einfach drauf wettet, anstatt für 50, 100 Euro diese Ergebnisse an andere zu verkaufen, was natürlich die Wahrscheinlichkeit enorm erhöht, dass es gebastelt wird und am Ende des Tages man gar nicht wetten kann. Ich hoffe trotzdem, dieses Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, denkt an das Giveaway. Wir verlinken euch jetzt nochmal ein weiteres Sportwetten-Video, was wir schon einmal gemacht haben. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, sollen wir dranbleiben? Interessiert euch allgemein dieses Thema? Ich meine, demnächst ist ja auch die WM oder ist das EM? Vielleicht bietet sich daher was an.